Wir sind hier am Lobachweg an der Franz-Marx-Schule und der Theodor-Andresen-Schule und wir haben ein Gebäude eingeweiht, einen Modulbau, der für beide Schulen jeweils 3 neue Klassenräume einrichtet, plus die dazugehörigen Nebenräume, sodass hier wieder bessere Rahmenbedingungen für die Schülerinnen und Schüler herrschen. Es sind Förderschulen und auch hier wollen wir natürlich weiter ein breites Angebot vorhalten. Dass wir hier jetzt einen Neubau errichtet haben, ist ein gutes Zeichen dafür, dass wir wirklich in alle Schulformen investieren, ob das Grundschulen sind, weiterführende Schulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, auch die Berufskollegs kommen nicht zu kurz. Und hier eben an diesem Standort 2 Förderschulen, bei denen wir bessere Rahmenbedingungen schaffen. Wir haben hier 3 Klassen der Berufspraxisstufe. Das sind Schülerinnen und Schüler, die letzten 3 Jahre statt auf dem Berufskolleg dann hier die Berufsschulpflicht erfüllen. Die Schüler sind alle im Übergang Schule-Beruf. Dank der neuen Räume haben wir einmal die Möglichkeit, unsere wachsenden Schülerzahlen gut zu versorgen. Die Räumlichkeiten sind auch größer als im Nachbargebäude, im Altbau, weil man bei der damaligen Planung vor 45 Jahren davon ausging, dass man tatsächlich nur Schüler in einer Klasse hätte, in einem Klassenraum. Mittlerweile haben wir aber sehr viele Integrationshelfer und anderes Personal bei uns an der Schule, sodass es in den Klassen auch sehr, sehr eng wurde. Wir müssen ja auch im normalen Schulalltag viel differenzieren und brauchen von daher auch immer spezielle Räume, um sich mal zurückzuziehen mit einem Schüler, der vielleicht keinen guten Tag hat.